grüß euch. Schön, dass wir beieinander sind. Seid ihr soweit? Packen wir's. Schönes Leben hier. Riegele, das Genießerbier. Ja, meine Damen und Herren, willkommen zur Pressekonferenz nach dem heutigen DEL-Heimspiel der Augsburger Panther gegen die Schwenninger Wild Wings. Bei uns sind wir immer die beiden Coaches, unser Trainer Larry Mitchell und auf Seiten der Gäste Stefan Mayer, den ich auch gleich in unserem Statement bitten darf. Ja, guten Abend, Gratulation an Larry. Ja, es ist eine schwierige Phase momentan. Ich will da keine Ausreden suchen, aber wenn man im Spiel in 10 Tagen so dezimiert, wie wir momentan sind, irgendwann fehlen die Kräfte und dann heute haben wir auch nicht sehr, sagen wir mal, intelligent gespielt, den Kader entsprechend nach dem, also kurz bevor das 1-0 gefallen ist, sehr kurioses Tor, geben wir zwei, also mit dem 1-0, zwei Alleingänge wegen Turnovers innerhalb der blauen Linie und das auswärts in Augsburg. Da sieht man, dass man einfach ja, Sachen forcieren will. Wir haben zuständig gespielt, wir haben auch in der eigenen Zone versucht, viel zu viel spielerischen Mitteln komplizierte Pässe zu spielen, so die Scheibe rauszuchippen. Augsburg ist extrem aggressiv gekommen. Uns ging dann am Ende ganz klar die Kraft aus. Wir haben noch versucht, im letzten Drittel, Augsburg hat das geschickt gemacht, die Reimengen gemacht und das Resultat verwaltet und nichts im Ende des Tages verdient der Sieg von Augsburg. Vielen Dank, Stefan Mayer. Larry, dein Statement. Danke, Stefan. Ja, ich denke, wir haben begonnen, so wie wir wollten. Wir hatten sicherlich nicht die beste Stimmung beim Training gestern gehabt. Bestimmt mehrere Faktoren, wenn man um 8 Uhr erst nach Hause kommt, dann um 15 Uhr ist sicher nicht jeder ausgeschlafen, aber natürlich, was auch eine Rolle gespielt hat, ist, dass wir in Hamburg trotz Ebenbürtigkeit, trotz guter Chancen wieder kein Tor geschossen haben, zum dritten Mal im fünften Spiel. Und ja, deswegen heute wollten wir positiv sein vor dem Spiel. Trainerstab war sehr positiv. Wir haben versucht, positiv mit den Spielern umzugehen. Dass wir müssen das Spiel bestimmen heute und wir müssen positiv bleiben, egal was passiert, ob der Gegner das erste Tor schießt oder ob wir das erste Tor schießen. Und ja, Gott sei Dank für uns, weil durch 17 Spiele, wenn wir das erste Tor schießen, sind wir sicherlich eine ganz andere Mannschaft. Und Gott sei Dank haben wir das getan. Und gut, nach dem ersten Drittel, das einzige Appell an die Spieler war, wir wollten heute vor der Pause 60 Minuten spielen, nicht 20. Und ja, bei unseren Schussverhältnissen waren es 18 zu 4 im zweiten Drittel. Wir haben die Scheibe sehr gut behauptet, wir haben den Gegner sehr unter Druck gesetzt. Und es war erfreulich zu sehen, dass wir trotz ein gutes erstes Drittel ein stärkeres zweites Drittel gespielt haben. Und ja, am Schluss, man hat deutlich gesehen, dass die Spieler für Marcus Keller dieses Null auf der Tafel am Schluss auch sehen wollen und Respekt von mir für alle Spieler, die trotz zwei Unterzahlchancen 5 gegen 6 Situationen, wo Schwenningen sicherlich ein oder zwei gute Chancen gehabt haben, war der Wille sehr groß für uns oder bei unseren Spielern, dass wir dieses Spiel zu Null zu Ende bringen und das verdient meinen höchsten Respekt, so Kompliment an nicht nur Marcus Keller, aber die komplette Mannschaft. Danke, Larry. Fragen von Ihrer Seite an die beiden Trainer. Herr Mayer, Sie haben das 1-0 nach diesem Videobeweis als kurioses Tor bezeichnet. Aus unserer Reihe haben wir die Scheibe überhaupt nie im Tor gesehen. Aus der Reihe drüber war man der Meinung, sie sei im Tor gewesen. Können Sie uns aufklären, was hat denn der Schiedsrichter gesagt? Ging es in dem Videobeweis darum, ob die Scheibe im Tor war? Ging es um Schlittschuh-Tor oder war das ein technisches Tor oder was? Der Schiedsrichter hat gesagt, von 1 Minute hat sie gesehen, keine von beiden Abschiedsrichter hat sie gesehen. Und sie ging, ich weiß nicht, ob die vom Goalie nochmal zum Schlittschuh von Uvira ging und dann rein. Also es ist ein ganz kurioses Tor. Sie haben gesagt, es war aber durch den, dass es keine, dass der Schiedsrichter mir sagt, eine kleine Kickbewegung war, sondern er hat die Scheibe einfach, ja, noch einen Schuss nach dem Schiedsrichter bekommen und dann ist irgendwie runter rein. Keiner von uns hat es gesehen und ja,
wenn Sie es beim Videobeweis über der Linie gesehen haben, dann wird schon da sein, kann ich nicht dagegen vorbringen. Es ist nur kurios, dass der Linesman beide Schiedsrichter, Hauptschiedsrichter überstimmt, aber kein Tor ist ein Tor. Ist auch ein, sagen wir mal, wie es momentan für uns läuft, ich glaube solche Situationen, die dann so ausgehen. Weitere Fragen noch an die Coaches? Ja, du hast die Sturmreihe, glaube ich, wieder umgestellt, und gleich zu Freitag auch, oder? Wie warst du mit dem Ergebnis zufrieden? Ich denke, die Sturmreihe mit Connolly war heute überragend. Das war mit Abstand Spencer Mahacek sein bestes Spiel, seit er in Augsburg ist. Man sieht, dass er vom Spieltag zu Spieltag stärker wird, aber ich war sehr zufrieden mit dieser Reihe. Ich denke, Grigiel war eine super Ergänzung auch zu Louis und TJ, die beide ein bisschen einen Durchhänger haben momentan. Und ja, Daniel Weiss, egal wer mit Daniel Weiss in der Reihe spielt, Daniel ist ein sehr zuverlässiger Zwei-Wege-Spieler und ich habe mir gedacht, dass er kann sicherlich viele defensive Rollen übernehmen von Ivan das ist auch gut gelungen. Ich denke auch, dass Sebastian Oliveira hat sicherlich mehr Eiszeit gehabt als Carciolo und Scheffler in seiner Reihe. Nach den Überzahlchancen und Unterzahlchancen habe ich Oliveira dann zu Breitkreuz und von Weiß getan als sogenannte zehnte Stürmer. Und denke, wenn man eine Phase erlebt, was ja relativ normal ist über 52 Spieltagen, aber wenn viele eine Zeit lang kein Tor geschossen haben, dann muss man als Trainer irgendwas ausprobieren und es wäre, glaube ich, das falsche Signal, wenn man nicht was unternehmen würde. Und manchmal ist es nur die Frische, dass ich jemand anderes neben mir habe, das neue Kräfte erweckt. Steffen hat gesagt, dass seine Mannschaft müde war. Ja, ich kann das auch von unserer Seite bestätigen, dass der Spielplan war sicherlich sehr schwer jetzt hier vor der Pause. Und das hat man gesehen, dass beide Mannschaften sicherlich nicht bei 100%iger Kraft waren. Gibt es noch Fragen im Moment? Was gab den Ausschlag, dass Keller gespielt hat? Weil zwei Gründe eigentlich. Der erste Grund war, dass Markus zwei starke Spiele gegen Schwenningen gemacht hat diese Saison. Wenn ich mich recht erinnern kann, war das erste Spiel 3-1 für uns. Das zweite Spiel mit dem Antinet aus unserer Sicht 2-4. Aber ich denke, Markus hat in beiden Spielen ein starkes Spiel gemacht. Der zweite Grund war, dass ich 47 bin und weiß, wie ich mich gefühlt habe nach der langen Busfahrt und Chris Mason ist nur 9 Jahre jünger als ich und Marcus Keller etliche Jahre jünger ist als ich und deswegen habe ich kurz mit Craig Thompson darüber gesprochen und wir haben uns entschieden, den 25-Jährigen den Vorzug zu geben, allein wegen die Frische und wie gesagt die erwähnte zwei starken Spiele gegen Schwenningen. Weitere Fragen? Ich hätte eine Frage an Herrn Mayer. Ich habe im zweiten Drittel haben einmal ganz kurz die Schwenninger Fans wollt ihr oder könnt ihr nicht skandiert. Das fand ich ein bisschen irritierend, weil eigentlich nach meiner Wahrnehmung sind die Schwenninger Fans eigentlich sehr sachkundig und haben jetzt meines Erachtens nicht das Gefühl, dass man sofort oben mitspielen muss. Aber wollt ihr oder könnt ihr nicht ist schon. Müssen Sie die Fans fragen. Ich meine, wenn man wie wir jetzt 5 Spiele nacheinander verliert und wir haben jetzt die Klatsche bekommen gegen Wolfsburg im ersten Drittel 7-1, was ich noch nie erlebt habe, dass es dann Proteste gibt, ist normal, dass sie dass sie nicht zufrieden sind, ist normal und ich brauche mich da jetzt nicht rausreden. Ich bin verantwortlich für das Resultat, ich bin der Trainer. Und ich werde jetzt nicht etwas kommentieren, wo ich sowieso keinen Einfluss drauf habe.
Okay. Dann vielen Dank für Ihr Interesse. Jetzt haben wir eine Pause dann erstmal und das nächste Spiel 14.11. in Ingolstadt, 16.11. wieder zu Hause hier gegen Iserlohn. Vielen Dank, den Waldjungs, die guten Nachhauseweg.